Damit herzlich willkommen zu Takeshi und Hiroshi. Hier ist es tatsächlich mal richtig geschrieben, denn wenn ihr sehen könnt, ist das hier falsch. Und, okay. Auf jeden Fall willkommen zu diesem Spiel. Manche von euch haben das Spiel vielleicht in der letzten Indie-Showcase von Nintendo gesehen, die am, wann war die? 18.8. glaube ich war, ungefähr so. Und ich fand das Spiel sehr interessant und habe es mir mal angeguckt nach dem, Showcase, was auch immer das war. Und ich fand es so interessant tatsächlich, dass ich es mir gekauft habe. Das Spiel kostet normalerweise 8 Euro für die Switch. Ist aber momentan ja Rabatt. Und deshalb habe ich es mir für 7 Euro abgegriffen. Stäbchenjäger. Und wir werden das ganze Spiel komplett durchspielen. Ich weiß nicht, ob wir eine Folge brauchen oder mehrere. Ich kann es auch wirklich nicht sagen. Spiel es normalerweise auf Englisch, aber das kannst du auch auf Deutsch stellen. Und manche Sachen sind aber irgendwie nicht richtig übersetzt worden. Zum Beispiel der Name des Spiels. Oder oben rechts steht da noch Settings, obwohl eigentlich Einstellungen. Hier steht ja auch Einstellungen. Warum steht da oben? Naja, ist auch egal. Ich kann nicht sagen, ob ich 100% mache, weil ich nicht weiß, was mich in diesem Spiel erwarten wird. Ich spiele es komplett blind. Ich weiß nur, dass es darum geht, dass es gibt halt zwei Brüder. Der große ist Game Developer und der lässt den Kleinen irgendwie immer spielen. Und dann gibt es halt immer wieder viel Story. Also das Spiel ist allgemein Story, aber man spielt halt auch zwischendurch. Ach ja, was ich vergessen habe zu sagen, das Spiel kam übrigens ursprünglich auf dem Apple Arcade aus. Und ohne weiteres Gelaber, weil ich ja eh keine Ahnung habe über das Spiel, fangen wir an mit Kapitel 1. Kapitel 1. Ich heiße Takeshi. Ich bin 14 Jahre alt und bin gerade in die zweite Klasse der Mittelschule gekommen. Ich will nicht angeben, aber eines Tages werde ich ein berühmter Game Designer sein. So! Fertig? Achso, das sagt der Kleine. Fertig? Das ist Hiroshi. Er ist erst 7, also in der zweiten Klasse. Ich bin also viel älter als er. Seit unser Vater vor 4 Jahren gestorben ist, war ich im Grunde wie ein Vater für ihn. Ist Mighty Warrior jetzt fertig? Ja, fast fertig. Eigentlich habe ich bis jetzt nur die ersten Grafiken fertig. Es ist also noch nicht wirklich spielbar im Moment. Die Animationen in dem Spiel sind echt gut. Das ist ja alles im Real Life gemacht worden, wie man sehen kann. Das ist echt gut gemacht. Aber Hiroshi freut sich so über alles, was mit Games zu tun hat. Der wird das schon nicht merken. Und es ist schon irgendwie süß. Wow, das ist so cool! Ja, oder? Ich bin eben ein Genie. Der wird bestimmt berühmt. Ja, bestimmt. Kann ich spielen? Ich will spielen! Spielen? Mighty Warrior, es geht doch, oder nicht? Ja, schon. Also, ja dann, lass mich probieren. Naja, also es ist ja noch nicht ganz fertig. Ach komm, ich will so gerne. Weißt du, Hiroshi, es ist schon spät und... Ich will der allererste auf der Welt sein, der Mighty Warrior spielt. Ich kann es nicht sehen, wenn Hiroshi traurig ist. Hiroshi, warte ganz kurz. Denkt nach. Na los, denkt nach. Mir muss was einfallen. Wenn ich selbst ins Spiel rein könnte, könnte ich mit Hiroshi spielen. Ich weiß! Ich werde das Spiel! Ich kontrolliere dann einfach alle Monster und Items? Aus dem Hintergrund! Das wird super! Wenn du später nicht schlafen kannst vor Aufregung, dann bin ich nicht schuld! Okay, die Rechtschreibung ist jetzt ganz seltsam irgendwie im Spiel. Das wird super? Ausrufezeichen? Kleines W? Aber komm!
ich laber vielleicht lieber nicht so viel über die Rechtschreibung des Spiels, weil du hast ja jetzt gecheckt und gemerkt, dass die Rechtschreibung nicht die allerbeste ist. Lassen wir das einfach. Wow! Also kann ich spielen? Klar, und ich mache hier ein bisschen meine Hausaufgaben. Also dann. Für Hiroshi werde ich das Spiel. Das ist die Mighty Warrior Welt, die Hiroshi sieht. Das Ziel ist es, Hiroshis Spaßlevel innerhalb 5 Runden auf 150 zu erhöhen. Okay, rechts, oben rechts müssen wir das vollfüllen. Thrill Level und übrige Runden werden wir gleich noch erfahren, glaube ich. Je mehr schwierige Kämpfe Hiroshi gewinnt, desto mehr steigt sein Spaßlevel. Das Spiel ist zu Ende, wenn der Held besiegt wird oder das Spaßlevel auf 0 sinkt. Bei Hiroshis Spaßlevel kommt es auch darauf an, in welcher Reihenfolge die Monster auftauchen. Schleim, sehr weich, verfügt aber über eine überraschend schmerzhafte Attacke. Naga, schwacher Angriff, aber starke Verteidigung. Ork, staut über 2 Runden seine Wut an und dann so heftig anzugreifen, dass der Held ungefähr die Hälfte seiner HP verliert. Geiles Deutsch. Entscheide dich, in welcher Reihenfolge taucht welches Monster auf. Ja, okay, klar. Ist mir eigentlich egal. Machen wir einfach die Reihenfolge, die wir gerade hier bekommen haben. Moment, ich will aber gegen den am Ende kämpfen. Ich glaube, das ist okay. Monsterbegegnung! Oh Gott, die sind alle auf einmal da. Okay, wie funktioniert das Spiel? Held greift an! Schleim ist wütend, irgendwas wütend. Greif mal an. Guck ich einfach nur zu? Kann ich irgendwie irgendwas drücken, machen? Ich bin tot. Okay. Der Held wurde besiegt. Hiroshi ist betrübt. Ich konnte nichts machen. Geh nochmal. Okay. Ja, warum erklärt es mir nochmal? Nehmen wir mal nur die Noob-Monster. Ah, ich kann auch Dings. Ah, nehmen wir mal alle 3. Und dann... Oder wir nehmen nur so 2 Noob-Monster. Let's go. Komm, die kriegen wir doch wohl platt, oder? Kann ich blocken? Ich kann gar nichts machen, irgendwie. Thrill Level minus 1. Das sind 35%. Okay. Komm schon. Kriegen ihn down, oder? Oh, wir sterben gleich. Let's go. Nice, gewonnen. Ein harter Kampf. Held erhält Level Up. Hiroshis Thrill Level liegt bei 84%. Hiroshi erhält daher 84 Spaßpunkte. Ach, cool. Monster besiegt. Hiroshis Spaßlevel steigt um 4 Punkte. Hiroshi setzt einen Trank ein, um den Helden zu stärken. Okay, können wir einfach nur so einen Bossgegner? Hier so einen halben Boss. Machen wir es mal so. Let's go. Komm, das kriegen wir doch hin, oder? Oder ist das zu stark? Also sieht schon sehr stark aus. Okay, was hat er gemacht? Okay, er bufft sich, glaube ich, oder? Ich weiß nicht, was er macht. Oh, er macht sehr viel Damage. Kriegen wir ihn überhaupt down oder war das ein Fehler? Oh, es war ein Fehler, oder? Ja. Oder? Nein! Doch nicht! Wir haben ihn down bekommen, aber der Slime, der macht so viel Damage. Oh oh, oh oh, komm schon, komm schon, komm schon! Yes, boah, ey, das war knapp! Hui! Das war knapp! Ja, hab ich auch gerade gesagt. Held erhält Level Up! Hiroshis Thrill Level liegt bei 114%! Wie durch ein Wunder dem Tod entronnen, Hiroshis Spaßlevel steigt um 90 Punkte. Alter, wie viel Spaß er einfach hat. Er hat mehr Spaß, als es eigentlich geht. Hiroshi setzt einen Trank ein, um den Held zu stärken. Okay. Warte, wie lange können wir das machen? Achso, 5 Runden steht oben links. Okay. Ich denke mal, wir müssen es halt immer schwerer machen. Nehmen wir mal einen von denen, oder? Oh, ich habe Angst. Aber ich kann nur einen Ork. Ich wollte gerade 2 Orks nehmen, aber geht nicht. Dann nehmen wir einfach 4 Slimes. Komm, wir nehmen 4 Slimes.
Ich will erstmal ein Level-Up erreichen, bevor ich die Schlange rein tue. Die benutze ich dann als Bossgegner. Aber guck mal, wie stark das ist. Warte, machen wir die One-Hit? Hm, nicht ganz. Oh, das ist vielleicht doch zu schwer. Oh, oh. Als ob das wirklich so schwer ist. Wir haben verloren. Nein! Zurück zur Fackel. Ach, das war ein Checkpoint. Oder wie? Yes. Super, okay, gut. Das war ein Checkpoint. Ich habe noch nicht allzu viel Kacke gemacht. Nehmen wir mal einfach eine Schlange. Ich hoffe, das reicht. Bosskampf gegen die Kobra. Oder was auch immer das ist. Ah, Naga heißt es. Wir machen kein Damage. Also ich drücke übrigens gerade nichts, ne? Das ist so eine Simulation gerade. Guck einfach zu, wie Hiroshi selber spielt. Ich entscheide hier nur die Gegner. Aber ich denke mal, man soll immer wieder schwerer machen, weil sonst ist Hiroshi vielleicht traurig, ich weiß es nicht. Ach, Minus? War das zu einfach? Okay. Ach so, wenn es zu einfach ist, dann ist Hiroshi ein bisschen enttäuscht. Okay, dann... Wenn du es doch zu einfach fandest, hä? Wie gefällt dir denn das hier? Hm? Ach, zu einfach. Wollen wir mal sehen, wie du damit klarkommst, Hiroshi. Okay, der Ork, der lädt sich ein paar Runden auf, um dann eine starke Attacke anzusetzen. Und dafür tankt er halt mega viel. Ja. Komm schon. Als ob der jetzt verliert. Och Mann. Okay, zurück zur Fackel. Dann, habe ich überhaupt zwei Orks? Nee, oder? Ich habe wieder nur einen. Dann machen wir es so. Machen wir es so. Zwei Slimes und dann die Kobra. Oder der Naga. Naga heißt das ja. Kann man vorspulen eigentlich? Nee. Ich würde ja gerne vorspulen, weil ich habe ja eh keine Kontrolle über irgendwas. Was macht eigentlich Minus? Hm, okay. Ihr habt ja gesagt, ich spiele alles blind. Ich habe keine Ahnung, was das hier wird. Ich denke auch nicht, dass das Spiel lange geht. Irgendwie nur eine Stunde, glaube ich, ging das. Falls ich richtig gesehen habe. Also, weiß ich nicht. Ich werde am Ende noch ein Fazit geben, wie ich das Spiel finde. Und sag mir jetzt bloß nicht, dass das jetzt zu schwer für dich war. Mimimi, das ist zu schwer. Dann machen wir halt nur einen Slime und ich hoffe, der ist dann zufrieden. So. So, jetzt sag mir nicht, das war aber viel zu einfach. Das war nicht schlecht. Oh, okay, es hat Spaß gemacht. Gut, es war richtig, okay. Okay. Und jetzt kommt Bosskampf oder wie? Hat kein Level up bekommen. Machen wir es einfach so oder warte, Moment. Ich mache noch zwei von denen. Mal gucken, ob der das hinbekommt gegen zwei Nagas. Wirklich so einfach? Hätte ich ja drei machen sollen. Oder noch ein Ork. Na, okay, Ork ist vielleicht zu stark. Oh, Mist. Ja, es ist zu einfach für ihn. Wahrscheinlich. Ja, 19. War das spaßig? Das war nicht schlecht. Level up. Okay, jetzt hat ihm ein bisschen Spaß gemacht. Okay, gut. Es war richtig. Okay, nice. Und jetzt kommt das letzte Level. Dann machen wir jetzt zack, zack, zack. Okay, vielleicht übertreibe ich es gerade. Machen wir mal alle Gegner einmal. Hier, Finale. Komm schon, Level 4, Hiroshi. Das kriegst du hin. Der Held greift an.
denke mal, das ist hier eine Anspielung an Dragon Quest, oder? Wegen den Soundeffekten und dass er Held heißt. Ich glaube, das ist eine Anspielung an Dragon Quest. Okay, vielleicht ist das doch zu schwer? Okay, Schlange ist down, aber... Wird das schaffen? Nee, wird er nicht. Warte, wo war die Fackel? Oh nein. Oh nein. Ach Gott. Ach komm, das ist doch lächerlich. Das wird echt nervig. Wir sehen uns gleich. So, nach sehr vielen Fails bin ich dann jetzt endlich wieder bei dem letzten... Oder bei der letzten Runde. Leider habe ich jetzt nicht diesen Ork. Den hätte ich jetzt gerne als Endboss genommen. Aber den habe ich vorhin genommen. Gut, was machen wir? Er ist Level 4, deshalb sollte er ja mehr tanken können. Machen wir es so? Ich versuch's mal. Komm, bitte war das jetzt nicht schlecht. Komm schon. Das kriegst du hin, oder? Oder kriegt er das hin? Okay, er tankt ziemlich gut sogar. Nur der Slime ist halt ziemlich stark. Ich muss sagen, der Slime ist kein Noob-Gegner. Der macht am meisten Damage immer. Die Schnecken sind irgendwie ein bisschen enttäuschend. Aber ja, das war eine gute Entscheidung, glaube ich. Er sollte gerade so unter seine Hälfte kommen. Ja, gut. Aber er sollte es überleben. Er sollte es schaffen. Wenn nicht, dann ist es ein bisschen blöd, aber er sollte es eigentlich hinkriegen. Okay. Dann hoffentlich hatte er sehr viel Spaß. Also er hatte 500 Spaß-Level. War auf jeden Fall sehr gut. Wir kriegen sogar ein bisschen mehr noch dazu. Vielleicht haben wir gleich 600. Oder? Ja, wir haben sogar 600. Nice. Satisfied! Heute hast du Nighty Warrior abgeschlossen. Oh Gott, irgendwie war das Spiel ein bisschen nervig, muss ich zugeben. Weil du halt echt nicht weißt, was du da benutzen solltest. Ich werde das alles rausschneiden. Deshalb werdet ihr das wahrscheinlich gar nicht richtig merken. Alles in allem war es eigentlich sehr interessant, aber ich hoffe, dass wenn das nochmal rankommt, dass das dann ein bisschen... Ja... Bisschen entspannter ist zum Spielen. Das hat Spaß gemacht. Habe ich doch gesagt. Es ist wie ein Spiel aus dem Laden. Richtig cool. Ich fand es auch toll. Gaming macht doch echt Spaß. Hm? Hiroshi, alles okay? Das kommt davon, wenn du so wild rumspringst. Ach, es geht schon wieder. Wann kann ich... Morgen kannst du wieder spielen. Oh ja! Und das war dann wohl Kapitel 1. Oder? Ich werde wieder zurückgeschmissen. Da, Mighty Warrior. Kann ich auch einfach so spielen, oder wie ist das? Ja. Skeleton? Okay. Na, ja, machen wir mal Kapitel 2. Kapitel 2. Welches Monster könnte ich als nächstes probieren? Hiroshi wird sich freuen. Ein Skelett? Wow! Du murmelst schon wieder so komisch vor dich hin. Das ist meine Schulfreundin Erika. Sie wohnt im gleichen Haus wie wir. Wir kennen uns schon immer. Was meinst du denn da? Sieht aus, als hättest du Spaß. Ist doch egal. Also hast du Zeit? Kommst du mit zu Yosuke? Yosuke? Ja, genau, du weißt schon, der Neue in der Klasse. Ah. Ich hab gehört, er designt Spiele. Sollen wir ihn mal besuchen? Nee, kein Bedarf. Ach komm, lass uns gehen. Du machst doch auch Spiele, oder nicht? Vielleicht kann er dir was beibringen. Nee, ich bin auf einem ganz anderen Level als der. Hä?
Ich arbeite international. Ich habe auch große Fans. So ist es. Ich habe einen Riesenfan. Einen. Die Betonung liegt auf einen. Hiroshi, willst du Mighty Warrior spielen? Ach, Mama. Hiroshi musste mal wieder ins Krankenhaus. Kannst du ihn auch mal besuchen gehen? Gott. Takeshi! Hey ho! Diesmal hast du aber einen guten Ausblick. Guck mal, man kann sogar unser Haus sehen. Oh, tatsächlich. Hiroshis Asthma scheint jetzt etwas besser geworden zu sein. Sag mal, Hiroshi. Ja? Hast du Lust zu spielen? Klar! Ich mache am Computer etwas für die Schule. Für Hiroshi werde ich das Spiel. Und dann geht's weiter mit Mighty Warrior. Warum auch immer das jetzt nochmal erklärt wird. Ausweichbutton, neu. Auslösen mit der X-Taste. Der nächste Angriff des Gegners verfehlt auf jeden Fall. Warum bin ich nur Level 3? Vorhin war ich Level 4. Kann nur einmal pro Runde verwendet werden. Okay. Neu, Skelett. Schießt aus der Ferne Pfeile ab. Zerbrechliches Knochengerüst. Cool. Ich möchte mal den Skelett ausprobieren. Machen wir das mal so. Ich will ausprobieren, wie der ist. Boah, der sieht cool aus. Okay, mit X kann ich ausweichen einmal. Okay, ich merke mir sein Pattern. Oh, er ist schon tot. Oh, das Skelett ist aber einfach. Ist halt einfach ein Slime aus der Ferne. Ja, okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen unspaßig, oder? Ja, war jetzt nicht so krass, aber er hat trotzdem Spaß gehabt. Gut, zweite Runde. Was kann ich nehmen? Was kann ich benutzen? Okay, ich kann ihn hier benutzen, aber kein Skeletten. Okay. Machen wir es mal so, würde ich sagen. Obwohl, er hat keinen Heiltrank genommen. Moment, er hat keinen Heiltrank genommen. Machen wir es lieber so? Ja. Machen wir es so. Vor allem, ich kann ja auch nochmal ausweichen, falls irgendwas schief geht. Dass ich das gleich benutzen werde. Ich muss aber sagen, außer dass die Grafik, die Animation, die kleine Animation am Anfang oder allgemein in den Story-Sequenzen, die ist mega geil. Und hier, jetzt so sage ich mal in-game wirklich mal. Oh, habe ich es verschwendet? Ach nee, das wird dann automatisch in der nächsten Runde benutzt. Ah, so. Ich dachte, ich muss das timen. Alles klar. Okay, heil dich bitte. Spaßlevel, nice. Okay, geheilt. Die Grafik hier in Game Battle ist eigentlich... Oh, nice Fackel. Ist ziemlich cool. Nicht schlecht. Aber jetzt auch nicht so der Burner. Da geht noch ein bisschen mehr, finde ich. Aber da kommt bestimmt noch mehr. Ich mag aber, dass das hier diese... Dass das hier alles so Sprites sind. Und nicht komplette Artworks, die man gleich im Battle sieht. Machen wir es mal so. Ja. Ich weiß leider nicht, wann der Ogre angreift. Da gucke ich mal kurz. Einmal wütend, zweimal wütend, dann dreimal wütend, dann greift er an, oder? Oh, ist schon tot. Verdammt, der Kampf ist viel zu einfach. Ups. Alles klar. Dann machen wir mal diesmal zwei. Von denen. Obwohl, nein, ich habe nicht so viel von denen. Dann machen wir. Ich will mir das Skelett auch sparen. Wir haben so viele Schlangen. Wir nehmen einfach mal hier welche. Zack, let's go. Komm, das kriegst du hin, Hiroshi. Ich glaube an dich.
mach schon mal ausweichen. Zack. Obwohl ich jetzt vielleicht für Slime? Nee, ist ja auch egal. Okay, doch, es ist zu schwer. Er trifft nicht. Oh nein. Als ob das so schwer ist, Mann. Dann sehen wir uns einfach gleich wieder, weil ich habe jetzt wahrscheinlich verkackt. Oder? Ja, selbst wenn der tot ist, das kriegst du nicht mehr hin. Nee. Dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich wieder an dieser Stelle bin. So. Wen nehmen wir diesmal? Nochmal den hier und dann so einen, würde ich sagen. Ja, doch, passt. Ich traue mich nicht allzu viel. Aber ich glaube, der Ogre ist der Bossgegner. Oder Ork, nicht Ogre, Ork. Ich glaube, der Ork ist allgemein ein Bossgegner. Und die anderen sind halt ganz normale Gegner. Oh, es war zu einfach. Dann, hat das keinen Spaß gemacht? Doch, ich krieg ein bisschen Punkte, brauche ich auch dringend, weil ich bin ganz knapp an der Grenze. Okay, nehmen wir zwei Skeletons und dann ihn hier. Oh, ich hätte vielleicht die Reihenfolge tauschen müssen. Oh nein, bitte nicht. Okay, komm schon. Ja, obwohl ist gar nicht mehr so schwer. Weil die sind halt echt nicht stark. Oh ne, verkackt. Nein! Oh Mann, ich mag das nicht. Das ist nicht so meins. So, das war mal eine gute Runde. Zack. Es ist aber auch wichtig, welche Reihenfolge man die Gegner da erscheinen lässt. Die man zuerst nimmt, gegen die kämpft auch als erstes. Und die man zuletzt nimmt, gegen die kämpft auch als erstes als letztes. Das habe ich erst jetzt gecheckt. So. Was habe ich gemacht? Ich habe das gemacht, das und das, ne? Machen wir mal diesmal lieber so. Wohl, warte. So, so und so. Ich weiß nicht. So kriegt das hin. So kriegt das. Aber es ist schon Level 5. Ach komm, versuchen wir's. Ich hoffe, es war kein Fehler. Let's go. So, wenn der Ogre ganz vorne ist, dann ja. Oh, er ist schon viel zu stark. Aber gut, wir haben es schon geschafft mit dem Spaßlevel. Okay, es ist viel zu einfach, glaube ich. Nice. Perfekt Timing. Das war gar nicht so schlecht, aber ich hätte auch den Slime nehmen können, glaube ich. Na egal. Hey, besieg ihn jetzt. Geht doch. Also mir hat es trotzdem gefallen. Ja, ein harter Kampf. Und wir haben sogar 300 Punkte, also komm, war halt nicht schlecht. Satisfied! Für heute hast du Mighty Warrior abgeschlossen. Juhu! Das war super spaßig! Die Monster mit Pfeil und Bogen waren echt cool. Ja, oder? Und es wird bald noch besser. Hm? Mama! Takeshi, du lässt Hiroshi spielen? Ich will noch mehr spielen. No, erst musst du gesund werden. Ach, ein bisschen spielen macht nichts. Es ist ja ziemlich langweilig hier im Krankenhaus. Wenn ich Takeshis Spiel habe, kann ich auch schnell gesund werden. So, das nächste Kapitel. Hm? Ah! Oh nein, das ist doch noch gar nicht fertig. Hiroshi, noch nicht. Zu viel spielen ist auch nicht gut. Wenn ich das nächste Mal komme, kannst du wieder spielen. Ja, genau, das ist sicher besser. Naja, zu viel des Guten ist nie gut, das stimmt. So, also dann reicht es für heute erstmal. Ich komme auf jeden Fall morgen wieder, okay? Okay, das ist ein Versprechen. Ich muss das Spiel noch viel aufregender machen, damit Hiroshi etwas zu lachen hat.
Okay. Dann auf in Kapitel 3. Wir treffen jemand Neues. Kapitel 3. Ich habe mehr und mehr gute Ideen. Das hat wieder so viel Spaß gemacht. Takeshi, du bist echt klasse. Schon schön, seinen Fan zu haben. Ah. Das ist dieser neue Schüler, Yosuke. Hey, sieht ein bisschen aus wie ich, oder? So ein klein bisschen, von den Haaren her. Er hat die beste Note in der ersten Arbeit bekommen. Der kann wohl alles, aber irgendwie mag ich ihn nicht. Hey! Ich hab gehört, du machst da auch Spiele? Ja, genau. Yosuke hat gesagt, er hilft dir gerne. Bitte was? Ich mache auch Spiele. Sowas wie das hier. 500 Meter Zombie Escape. Probierst du es mal aus? Ja, probier mal. Hm. 500 Meter Zombie Escape sind auch aus wie ein Mobile Game. Okay. Überall sind Zombies. Immer wenn du die A-Taste drückst, ändert sich dein Standbein. Finde das richtige Timing und komme durch. Durch korrektes Drücken der A-Taste immer weiter vorwärts. Ja, das ist ein bisschen weißen Text auf weißem Hintergrund. Schaffe es, 500 Meter zu rennen. Und renne und rette dich so aus der Stadt. Okay. Ach Gott. Das ist wieder so ein Handyspiel, Alter. Oh Mann. Komm schon. Aber ich kann verstehen, wenn Leute sowas mögen. Wenn es sowas wirklich gibt als Handyspiel. Gott, ey, das ist voll schwer. Was? Ich darf nicht berührt werden? Okay, wie lange muss ich das wiederholen? Welche Richtung? Okay. Falsche Richtung, komm schon. Die Steuerung ist echt kacke. Man muss einmal drücken. Wenn du einmal A drückst, dreht die sich halt in die eine Richtung. Oh Gott. Whee! Oh, da habe ich jetzt einen Fehler? Nee. Doch, habe ich. Ich habe einen Bug. Lull. Ah, jetzt. Nein, das ist doch nicht mehr richtig. Nein. Okay, so. Ich achte einfach auf die Beine. Einen nach vorne und den anderen nach vorne. Ach komm, das ist gemein. Bitte nicht, bitte nicht. Die sehen aber auch echt nicht geil aus, die Zombies. Echt schlecht gemacht. Aber gut, es soll ein Handy-Game sein, deshalb nehme ich das mal mit Humor. Oh Gott, ich habe Angst. Nein. Nein, das Auto brennt, es brennt. Nein. Okay, reicht. Oh, wow. Das hat er nicht alleine gemacht, oder? Oh, und? Was denkst du? Mit wie vielen Leuten hast du da dran gearbeitet? Mit niemanden sonst. Deswegen dauert alles so lange. Er hat es ganz alleine gemacht? Tja, wow. Takeshi, du klingst so komisch. Also, ich mag ja lieber Spiele, die etwas mehr Weitsicht haben. Ah. Warum bin ich so gereizt? Eigentlich war ich doch gut drauf. Ich glaube, er ist neidisch. Yosuke hat gesagt, er hilft dir gerne. Erika hätte sich nicht einmischen sollen. Ha, ich weiß. Ich mache eine ein Erika-Monster mache ich. Ich meine, ist ja nicht böse. Takeshi!
Diesmal gibt es eventuell ein neues Monster. Echt? Ich mache dann mal Hausaufgaben. Okay. Für Hiroshi werde ich das Spiel. Was spielen wir diesmal? Das gleiche? Oh, 250. Okay, mal gucken, ob wir es schaffen. Kritischer Schaden. Auslösen mit der Y-Taste. Der nächste Angriff wird ein kritischer Treffer und oh. Gargoyle. Mit einem fürchterlichen Schrei macht er den Helden für eine Runde. Für eine Runde was? Okay. Ein Gargoyle. Ist wahrscheinlich ein neuer Bossgegner. Oder? Probieren wir ihn einfach mal aus. Ja, probieren wir ihn aus. Oh Gott. Der fliegt ja. Kriegt er den überhaupt? So, ich benutze mal beide gleichzeitig. Okay, es ist einfach. Aber die Gegner? Also der Gargoyle ist stark, oder? Hat der mich jetzt so viel Damage abziehen lassen, oder? Komm, komm, mach nicht so viel Mist. Ja, hätte ich besser machen können. Aber ich wollte ihn ja auch ausprobieren. Ich habe ja keine Ahnung. Ich bin 45%. Ist nicht das Allerschlechteste. Aber wir müssen es jetzt ein bisschen erhöhen. Am besten... Okay, warte, er hat sich nicht geheilt. Warum hat er sich nicht geheilt? Machen wir den hier, oder? Wäre stark. Machen wir einfach den hier. Jetzt sag mir nicht Mimimi, zu schwer. So, beide gleichzeitig benutzen. Ah, oh, wow, das macht One-Hit. Okay. Das macht One-Hit. Oh, hätte ich das früher gewusst. Obwohl, ist gar nicht mal so schlecht. Wir kriegen gerade sehr viel Thrill. Also sehr viele Thrill-Level gerade. Okay, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Sein Herz pocht und pocht. Und es one-hit. Immer. 97%, das ist sehr gut. Das war knapp, siehst du? Knapp, sagt er. Okay. Das ist sehr gut. Jetzt setzt einen Trank ein. Und wir können weitermachen. Okay. Was haben wir denn diesmal? Okay. Skeleton. Will ich einen Skeleton? Irgendwie schon. Irgendwie will ich einen Skeleton reintun. Machen wir es mal so, oder warte? So. Ja. Und diesmal drücke ich mal gar nichts. Ich helfe mir jetzt erstmal nicht. Nutze ich jetzt nur noch für den Notfall. Weil ihr seht da, wie stark er auf einmal geworden ist. Oh Gott, hoffentlich war das gut. War es echt gut geworden. 39%? Das ist nicht viel. Das ist blöd. Das ist nicht so toll. Okay, wir müssen ein bisschen was reinhauen. Machen wir es so. Aber es hat sich nicht heilt. Ich bin nicht geheilt. Nochmal so. Mal so, mach's mal so. Im Notfall kann ich ja one-hitten. Ja, das Skelett macht sehr viel Damage. Das Skelett ist einfach ein besserer Slime. Oh Gott, ich sollte ausweichen. Falscher Gegner. Hatte ich eine Fackel? Zurück zur Fackel, wo war die Fackel? War die jetzt direkt hier? Sie war direkt... Nein, war sie nicht. Müssen wir das dann nochmal machen. Auf jeden Fall besser als vorher, aber nicht optimal. Ich hätte mich noch mal trauen müssen mit einem weiteren Slime. Aber es reicht schon. So, jetzt ist jetzt mal minus 30. Vorletztes Level, was machen wir? So. Und dann hier so zwei Dullis ihn angreifen. Danke, das reicht. Hoffentlich. Also okay, wir kriegen auf jeden Fall Pluspunkte. Also so schlecht war es jetzt auf jeden Fall nicht. Aber ich hoffe, er muss einen Heiltrank gleich benutzen.
Komm schon. Ein bisschen mehr Damage machen. Ich hätte ein Skelett reintun sollen. Statt einen weiteren Slime. Halt er sich, bitte halt er sich. Halt dich, komm schon. Halt dich. Er hält sich nicht. Doch, er hält sich. Gut, gut, gut. Level 7, okay. Er kann ein bisschen mehr tanken. Heißt, wir können jetzt ein bisschen wilder reintun. So, zack, zack. Let's go. Das geht dahin. Los, Hiroshi. Wow. Oh, oh, Miss. Lol. Andere Miss kam nicht von mir. Und geschafft. Yay. Satisfied! Für heute hast du mit Nighty Warrior abgeschlossen! Wow, das hat heute wieder echt Spaß gemacht! Diese fliegende Monster war irre! Ja, aber ich konnte es nur einmal einsetzen. Super! Ja, nicht? Das Monster heißt Erika Goyle. Es macht immer nervige Sachen. Hiroshi, Zeit für deine Medizin. Okay. Glück, Glück, Glück. Hiroshi will gerne öfter dein Spiel spielen. Also gibt er sich viel Mühe, gesund zu werden. Ach. Takeshi, was passiert als nächstes? Es wird einfach total spannend. Ah, ich kann es nicht abwarten. Eigentlich habe ich noch gar nichts geplant. Dieses Schaf. Super. Kapitel 4. Zurück zu Hause. Also, was passiert als nächstes? Ah! Als ich am nächsten Tag nach der Schule zum Krankenhaus gegangen bin, lag Hiroshi schlafend in seinem Bett. Dabei war er gestern doch so fit und glücklich. Er hatte gestern Abend ziemlich heftige Krampfanfälle. Aber jetzt ist er endlich zur Ruhe gekommen. Heute wäre es besser, er würde es ruhig angehen. Ja, in Ordnung. Takeshi. Hey. Heute solltest du lieber nicht spielen, okay? Was? Doch! Aber du darfst dich nicht überanstrengen. Aber ich habe mich in die ganze... Ich habe mich die ganze Zeit darauf gefreut, jetzt endlich dein Spiel zu spielen. Aber... Ich kann es wirklich nicht ertragen, wenn er so traurig aussieht. Na, vielleicht kurz. Hehehe. Und du machst wieder Hausaufgaben, oder? Ja, genau. Viel zu tun. Für Hiroshi werde ich das Spiel. Das ist Mighty Warrior. 300 Punkte diesmal. Grüner Schleim, sehr flink, explodiert, wenn es besiegt wird. Oh oh. Aber der Drache wurde es nicht erklärt oder hat den noch nicht eingebaut. Oh, wir können ihn jetzt reintun. Okay. Er ist ja jetzt stark. Heißt, wir können viele, viele reintun. Machen wir es so. Na, andersrum. Machen wir erstmal den ja, damit die anderen schön angreifen können. Machen wir es so. Ich denke, so ist gut. Machen wir beides einmal. Oh, ist verwirrt. Wie
Wie lange bin ich denn bitte verwirrt? Ach, er greift irgendwann einfach an, statt zu verwirren. Okay, das ist ein sehr schwerer Gegner. Okay, ich konnte es nicht ausprobieren, ne? Habt ihr ja gesehen im letzten Kapitel. Ich konnte es nicht ausprobieren. RIP. Nochmal. So, zack. Brauche ich keine Erklärung für. Dann würde ich sagen, erstmal er. Und dann so zwei. Und dann so, ja. So ist gut, denke ich. Zack, ausgewichen. Kann ich schon angreifen. Und ich bin verwirrt. Oh oh. Ich tue lieber den kritischen Treffer rein. Weil ich sterbe jetzt. Oh, ich sterbe. Ich. Ach Gott. Wie lange bleibe ich denn bitte verwirrt? Okay, der Gargoyle ist echt stark. Okay. Ich muss ihn besser einsetzen. Ich crit ihn einfach instant. Kriegen wir schöne Erfahrungspunkte. Und dann einfach. Ja gut, wir haben noch einen zweiten. Machen wir einfach zwei Stück. Und einen Slime. Hoffentlich passt's. Sofort Balls aktivieren. Da ist der erste schon mal down. Kriegen wir schöne Erfahrungspunkte. So, dann jetzt gucken. Ging auf jeden Fall jetzt plus, aber nicht so viel. Oh, jetzt wird's höher, jetzt wird's mehr. Oh, was, ist das schon tot? Oh, oh. Oh nein, ich hätte zwei Slimes reintun sollen. Ja. Okay, nicht die beste Runde. Aber naja. Machen wir mal den Explosion-Slime rein. Zusammen mit dem Slime und dem Skelett und dann noch so ein Gargoyle. Warte, ich bin nicht geheilt. Ich bin nicht geheilt. Dann machen wir es so. Nein, ich bin nicht geheilt. Bringt nichts. Ich muss immer dran denken. Ja, dann mache ich es einfach nochmal so, aber dann andere Reihenfolge. Ja. Und ich spare mir erstmal den Crit auf. Aber den kann ich ja machen. Schon tot? Oh, verdammt, ich bin tot. Oh, oder? Komm, kill ihn. Nice, wegen dem Crit. Alter. Aber wir hatten so viel Thrill-Level dadurch, das hat gelohnt. Wir haben schon fast alles. Alter, was? Wie viel? Wow. Und Level up Level 7. Gut. Dann können wir jetzt was Schweres machen. Dann machen wir es so. Das ist schwer bestimmt. Das möchte ich ausprobieren. Das ist bestimmt schwer. Ey, kann er aufhören? Ach komm, das ist doch blöd. Wie oft kann er das denn bitte machen? Na, ich bin tot. Ja. Das ist echt lächerlich. Man hätte das echt viel besser machen können. Keine Ahnung, also. Wo war denn die Fackel? War die direkt hier? Okay, war direkt hier. Immerhin, weil ich hatte so viele Punkte. Ich wollte mich gerade beschweren, weil ich gerade meine ganzen Punkte verloren habe. Okay, gut. Die war zumindest hier, die Fackel. Okay. Machen wir das Gleiche. Diesmal aber in einer anderen Reihenfolge. Weil das Gargoyle ist echt stark. Zack. Ausgewichen. Haha. Und down. So, ich hoffe, das Skelett macht ein bisschen Damage. So, und das war doch schon mal eine gute Runde wieder. Und wir setzen einen Trank ein. Gut. Okay, explodierenden Slime will ich ausprobieren. Machen wir es mal
So. Ich hoffe, das ist nicht allzu krass. Ich kann mal den hier machen. Okay, es ist ein ganz normaler Slime, der aber explodieren kann. Oder wie? Also explodiert er jetzt, wenn ich ihn angreife, oder wie? Ja. Aber er killt die anderen auch? Oh. Okay. Hm, wenn man das nicht will, sollte man den als letztes benutzen. Okay, letzter Kampf. Okay. Ist eigentlich egal, was wir jetzt machen. Deshalb mache ich irgendwas, was nicht allzu krass ist, was aber trotzdem ein bisschen unterhaltend sein könnte. Okay, nein, die Gargoyle will ich nicht mehr benutzen. Machen wir es so. Oder warte, ich habe... Ah, nee. Zwei Skelette ist zu OP. So ist es ganz gut, glaube ich. Und dann setze ich sofort beides ein. Dann ist er schon mal down. Ja, ist ja eigentlich egal. Solange ich jetzt nicht sterbe, haben wir gewonnen. Okay, gut, gewonnen. Yay! Und das war Mali. Na komm. Wann kommt der Text? Oder was? Oh, Bosskampf! Okay, Bosskampf. Wow. Lass mal Bikes aktivieren. Ich habe Angst vor dem Ding. Drache greift an. One Hit. Aber da konnte ich jetzt nichts machen. Das ist jetzt gewollt gewesen, ne? Ja, ist es, weil ich habe keine Option. Das war gewollt. Oh Mist, der Drachen war zu stark. Der Drache war zu stark, auch wenn der Drachen stand. Der Held wurde sofort besiegt. Hoffentlich deprimiert ihn das jetzt nicht zu sehr. Wow, der Drachen ist so toll. Total cool und so stark. Ah, ah. Du hast recht. Ganz richtig. Du musst ihn besiegen. Und die Welt retten. Okay, alles klar. Ich muss den Drachen irgendwie besiegen. Das war wieder super heute. Aber jetzt schlafe ich noch ein bisschen, Takeshi. Ja, klar. Schlaf schön. Ich glaube, es geht ihm ein bisschen besser. Es ist doch echt toll, etwas selber zu machen.